Ja, moin, David Stob, bin Abgeordneter in der Hamburgischen Bürgerschaft für die Linke, jetzt in diesem Jahr neu eingezogen, persönlich, genau. Ich werde euch nicht überraschen, wenn ich euch mitteile, dass es schon länger Position der Linken ist, dass Cannabis legalisiert werden soll. Ich glaube, das wird bei den Rednern und Rednerinnen, die sich heute hier hinstellen, wahrscheinlich auch so sein, dass die das im Grundsatz alle befürworten. Ich möchte darum so ein bisschen auf die Schwierigkeiten eingehen, warum es eigentlich noch nicht legalisiert ist. Und da wurde gerade darauf hingewiesen, ja, da gibt es so ein Gesetz, was es verbietet, das ist korrekt, aber das führt natürlich zu der Frage, warum gibt es dieses Gesetz? Und da ist es ganz interessant, einen Blick nach Großbritannien zu werfen. Dort wurde 2009 beauftragt und 2010 wurde sie veröffentlicht, eine Studie von David Nutt im Auftrag einer eingerichteten Drogenkommission, die unterschiedliche Drogen evaluieren sollte hinsichtlich ihrer negativen Auswirkungen auf Gesundheit, aber eben auch auf soziale Beziehungen, auf gesellschaftliche Folgekosten. Denn die hatten bis dahin so ein ABCDE-System, was relativ willkürlich eingerichtet worden ist, und sie haben gesagt, wir brauchen mal eine wissenschaftliche Grundlage dafür. Diese Studie wurde durchgeführt, sie ist online auch abrufbar, man kann sich das angucken, und sie hat für große Debatten gesorgt, denn das Ergebnis war, dass sie haben das auf so einer 100-Punkte-Skala der Gefährlichkeit eingestuft, dass die gefährlichste Droge noch vor Crack und Heroin war nach dieser Studie Alkohol. Daraufhin hat die Kommission gesagt, das war nicht das Ziel, was wir erreichen wollten. Die packen wir wieder ein, die Studie, den Typen schmeißen wir raus und wir behalten unser altes System. Und das zeigt aber ganz genau die Schwierigkeit, dass wenn wir auf einer wissenschaftlichen Basis uns angucken, was sind die Gefahren unterschiedlicher Drogen, dann schneidet Tabak schon ziemlich schlecht ab. Aber Alkohol, wenn man ökonomische und soziale Folgekosten einberechnet, also das heißt auch Beziehungen, die zu Bruch gehen wegen dieser Drogen, dann steht Alkohol richtig scheiße da. Und Alkohol ist aber die akzeptierteste Droge überhaupt in der Gesellschaft. Ich trinke selber auch gern mal ein Bierchen. Ihr werdet es wahrscheinlich auch gerne machen. Das heißt, wenn man aus so einer Studie ableiten wollen würde, wir verbieten jetzt Alkohol, wir verbieten Crack und Heroin noch und ab einer bestimmten Stufe LSD, Cannabis, das legalisieren wir alles, weil es weniger gefährlich ist auf wissenschaftlicher Basis, dann ist das was, was sehr weit weg ist von den gesellschaftlichen Debatten, die wir führen. Ja. Und wir Linken denken, dass wir zum einen zu einer Annäherung an diesen wissenschaftlichen Stand kommen müssen. Das heißt, wir müssen eine ehrlichere Debatte führen. Und die ehrlichere Debatte kann nicht lauten, wir haben immer schon Alkohol getrunken, das ist halt akzeptiert, Cannabis war legalisiert, bleibt legalisiert, aus Traditionsgründen, ist das gesellschaftlich nicht durchsetzbar, Alkohol zu verbieten, und darum führen wir jetzt die Debatte nicht weiter. Das ist im Wesentlichen die Debatte, wie sie insbesondere von der CDU geführt wird. Und das ist aber was nicht hinnehmbar ist. Also man kann nicht sagen, wir entfernen uns so weit von wissenschaftlichen Erkenntnissen und von der Grundlage dessen, was ja überhaupt legitimiert, dass ein Verbot ausgesprochen wird. Wenn ein Verbot ausgesprochen wird, dann muss das auf der Grundlage von einer Gefahrenanalyse geschehen. Alle Maßnahmen müssen auf der Grundlage von einer Gefahrenanalyse entstehen und nicht mit Verweis auf irgendwelche Bierzelttraditionen. Wir sagen darum, es ist nicht zielführend, diese Debatte auch lediglich hinsichtlich eines Verbots zu führen. Also Verbot ist auch nicht die einzige Antwort auf eine Gefahrenlage, sondern es gibt viele andere Maßnahmen. Zum Beispiel, also wäre in Bezug auf Alkohol aus unserer Sicht eine etwas größere Restriktion notwendig, beispielsweise ein Verbot von Werbung für Alkohol. Auf der anderen Seite, finden wir, muss man eben auch zur Kenntnis nehmen, wie wenig gefährlich, also gar keine Gefahren gibt es da auch nicht, also es gibt schon bestimmte Gefahren, die auch mit Cannabiskonsum verbunden sind, aber im Vergleich zu Tabak und Alkohol vergleichsweise wenig. Das muss doch mal von der Politik zur Kenntnis genommen werden. Pilze übrigens sind der Testsieger geworden in dieser Studie. Auch das sollte man zur Kenntnis nehmen und deren Legalisierung durchsetzen, denn die Gefahren sind im Vergleich so gering, dass jedenfalls ein Verbot nicht gerechtfertigt erscheint.
Wir sind übrigens auch mit der aktuellen Regelung der medizinischen Abgabe nicht ganz zufrieden, denn wir diskutieren die Frage der Legalisierung auch aus einer ökonomischen Perspektive. Und da finden wir es einen wichtigen Aspekt der Legalisierung von Cannabis, dass es eben erlaubt ist, Pflanzen auf dem eigenen Balkon zu züchten und nicht irgendwie ein paar Erlaubnisse an Pharmakonzerne auszugeben, damit man sich das teurer in der Apotheke kaufen kann. Also das kann doch echt nicht wahr sein. Es ist möglich, das im eigenen Haushalt zu züchten, ist gar kein Problem. Das sollte auf jeden Fall dann auch erlaubt werden, denn es kann nicht sein, dass eine Legalisierung lediglich zum Nutzen der großen Konzerne und der Pharmakonzerne geschieht, sondern das muss dann auch Privatpersonen erlaubt sein. Das sehen wir übrigens auch in Bezug auf die Coffeeshops so. Also wir sind auch dagegen, dass nur Coffeeshops jetzt den Verkauf organisieren dürfen, sondern wir finden, erwachsene Menschen sollten auf ihrem Balkon züchten können, denn das geht. Da gibt es überhaupt gar keine größeren Gefahrenpotenziale, die davon ausgehen. Und das führt eben auch dazu, dass es eine dezentrale Homegrowing-Culture gibt und nicht eine zentralisierte Kultur der Abgabe durch Konzerne und der Profitorientierung. Das finden wir ist ein Gesamtkomplex, den man diskutieren muss. Natürlich muss man auch, da finde ich, müssen wir als Befürworterinnen einer Legalisierung von Cannabis uns auch ehrlich machen. Wir müssen dann natürlich auch darüber reden, über Jugendschutzmaßnahmen etc. Das sind Debatten, die durchaus geführt werden sollten. Es geht nicht darum, ein Free-for-All zu schaffen, aber es geht darum, die Debatte zu verwissenschaftlichen und dafür zu sorgen, dass sich nicht die Konzerninteressen durchsetzen bei der Legalisierung, sondern dass es eine Kultur wird, in der auch zu Hause gezüchtet werden darf und eine demokratische Drogenkultur entsteht. Dankeschön.